DFB-Pokalfinale 2022, der SC Freiburg gegen RB Leipzig. Dieses Duell gab es schon im Kampf um die Champions League. Dort setzte sich Leipzig im Fernduell durch. Aber die Vorzeichen sind doch relativ ausgeglichen, wenngleich die Leipziger doch favorisiert hier reingehen. Leipzig in den schwarzen Trikots hatte erstmal die Ruhe weg, über eine Viertelstunde schon gespielt. Dann ging es das erste Mal nach vorne. Freiburg wagte sich auch aus der Deckung und wurde dafür postwendend bestraft. 17. Minute 0:1, die kalte Dusche früh in Rückstand zu geraten für den SC Freiburg, extrem schmerzhaft. Aber jetzt wachten sie erstmal auf. Grifo kann sich da alleine durchsetzen mit Lukas Höhler im Zusammenspiel. Lukas Höhler, aber zu hoch angesetzt dieser Schuss. RB Leipzig verpasste es, ja, ins Europa League Finale einzuziehen. Jetzt sollte der erste Titel her im DFB-Pokalfinale. Es sah erstmal gut aus mit dieser Führung und sie hatten die nächste Möglichkeit. Adams schießt drauf, aber Lienhardt kann sich gerade noch so dazwischen stellen. Das hätte gut und gerne das 0:2 sein können. Der anschließende Eckstoß, Angelinho, Günther klärt ihn in den Rückraum. Szene bleibt heiß. Forsberg, Dani Olmo und Nkunku. Wieder Lienhardt dazwischen. Wie schon zuletzt gegen Bielefeld in der Liga noch Nkunku sehr glücklos im Abschluss. Das kannte man so nicht. Er stand heute in der Spitze. Silva nur auf der Bank. Trotzdem, zunächst hatte Tedesco recht mit dieser Aufstellung. Denn RB Leipzig führte ja mit 1:0. Durchgang 2, der SC Freiburg wurde mutiger und sie brachten vor allem Petersen rein. Der kann ja immer was bewegen und zwar ganz, ganz zügig. Eggestein, guter Pass auf Salah, der Pass muss eigentlich kommen, kommt zu spät. Trotzdem Petersen, aber er scheitert. Da stellt sich Willi Orban gut rein, bekommt den Ball an die Schulter, also Handelfmeter steht hier nicht zur Diskussion. Doch Petersen brachte zumindest neuen Schwung rein. Aber die Zeit lief den Freiburgern auch davon und RB Leipzig setzte Nadelstiche. Olmo, Kampel, Paulsen zu Forsberg. 0:2, Doppelpack, Emil Forsberg. Flecken fast noch dran, aber er kommt doch nicht mehr hin. Jetzt waren die Freiburger richtig unter Druck, aber sie gaben nicht auf. Günther mit der Flanke und in der Mitte Roland Salah. Es sollte irgendwie nicht sein. Setzt sich gegen Wadiol durch, gegen die Laufrichtung und der geht minimal am Pfosten vorbei. Es sollte nicht mehr sein. Freiburg verliert das Finale mit 0:2 gegen RB Leipzig. Zeigt einen tollen Kampf, aber über 90 Minuten ist Leipzig der verdiente Sieger und stemmt die Trophäe in die Lüfte. Ein spannendes Finale, in dem Freiburg eben am Ende das glücklosere Team war und Leipzig feiert den ersten Titel.